Ballettabend mit Musik von Igor Strawinsky, live begleitet vom Philharmonischen Orchester unter Leitung von Generalmusikdirektor Alexander Merzin. Am vergangenen Samstag war Premiere im Großen Haus. Zu erleben sind in dem dreiteiligen Ballettabend Petruschka als Uraufführung einer Choreografie von Adriana Mortelliti sowie Piano, Rack Music und Tango des früh verstorbenen Leipziger Ballettdirektors Uwe Scholz und Le Sacre du Printemps in der 2007 entstandenen Choreografie von Nils Christe. Für Ballettdirektor Dirk Neumann ist diese Produktion eine ganz besondere. Sacre ist für mich das Werk schlechthin, sein bestes Ballett, was er komponiert hat, kombiniert mit Petruschka. Petruschka sehr selten gespielt, in Cottbus noch gar nicht als Ballett gelaufen. Dazwischen eingebettet, relativ unbekannt, Piano, Rag, Music and Tango, zwei kleine Kompositionen für Piano von Strawinsky und das in einer schönen Kombination. Die Premiere sollte ursprünglich schon vor 2 Jahren sein. Pandemiebedingt kommt sie erst jetzt zustande. Nicht nur der Ballettdirektor, sondern auch die Tänzerinnen und Tänzer freuen sich, das Stück endlich auf die Bühne zu bringen. Ja, endlich, das mag ich nur sagen. Es war eine stressige Zeit mit Corona, Quarantäne und ja, so Fitnesslevel und so. Es war super schwer für uns, aber wir haben geschafft. Knock, knock. ich bin gespannt. Es ist die Zeit jetzt, endlich. Die Choreografien sind sehr anspruchsvoll. Außerdem musste sich das Ensemble, darunter viele Gäste, neu formieren, um die verschiedenen tänzerischen Zugänge zu den Werken von Igor Strawinsky zu einem Ballettabend zu vereinen. Ja, unglaublich. Also wir unterstützen uns alle also so sehr. Wir sind sehr eng. Wir haben so wieder ein neues Team bei uns, weil ja, das erste Mal, wir haben das gemacht, da waren so neue Leute, neue Gäste. Und dann dieses Mal haben wir ein völlig neues Team bei uns. Wunderbar. Also es ist sehr lustig beim Probe. Wir unterstützen uns alle hier. Und die Stimmung ist immer so sehr gut. Wir sind Familie. Ja, genau. Nur 3 weitere Vorstellungen stehen auf dem Spielplan, für die im Besucherservice sowie online über staatstheater-cottbus.de derzeit nur noch wenige Karten erhältlich sind. Bereits am Mittwoch findet die nächste Aufführung statt. Um 19.30 Uhr kann man die atemberaubenden Choreografien erleben und in die faszinierende Klangwelt Strawinskys eintauchen.